Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wie kann ich Gottes Nähe verkünden? Denn Jesus sagt es uns doch im Evangelium. So sagte mir gerade ein Mann, so fragte er mich. Und es ging um die Stelle, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Wie und wo ist denn das Himmelreich und nahe, fragte er. Wie und wo kann ich das denn erfahren? Wie und wo kann ich das denn verkünden und schenken? Überall da, wo wir Menschen beistehen, trösten, sie umarmen, mit ihnen still sind, mit ihnen schweigen, mit ihnen weinen, mit ihnen lachen und mit ihnen beten. Überall da ist Gottes Reich lebendig, ist das Himmelreich nahe, wird der Himmel ein Stück weit auf die Erde geholt. Und ich glaube, wenn jeder von uns einigermaßen wach durch den Alltag geht, den heutigen Tag einmal reflektiert, kommen vielleicht auch Berührungspunkte zwischen Himmel und Erde in meinem, in unserem Leben in den Sinn, wo heute Gottes Liebe in meinem Menschenleben Wirklichkeit geworden ist, wo Gottes Reich in meinem Leben ganz lebendig war. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, du bist uns nahe in deinem Leben, in deiner Verkündigung, mit deinem Himmelreich. Und durch uns können auch immer wieder Berührungspunkte zwischen Himmel und Erde geschaffen werden, indem wir das Himmelreich verkünden und aus deiner Nähe leben und deine Nähe schenken. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.